Es ist so geil. Es ist so geil, Leute. 180 Kilometer in 3 Tagen. 180. Ich hatte am ersten Tag 62 Kilometer. Hatte gestern genau 60 Kilometer. Jetzt habe ich 57, bin noch nicht am Ziel, gibt auch ein 60er. Ich wollte eigentlich diese Strecke in 5 Tagen machen, habe sie in 3 Tagen geschafft. Und schaut, das ist Teheran! Uah! Werde ich nichts beschönigen. Ich füge in diesem Vlog extra keine Musik bei, um euch einmal mein tägliches Leben so rüberzubringen, wie ich es effektiv erlebe. So ist dieser Vlog sehr identisch und lässt euch etwas intensiver in mein Leben mit einfühlen. Und da muss ich mir ganz klar sagen, mein Leben habe ich lieber als das Abenteuer. Klar, das Abenteuer ist mein Leben, aber ich riskiere nicht mein Leben und meine Gesundheit, nur damit ich diese Strecke gemacht habe. Da spielt jetzt auch meine Vernunft mit. Vor 10 Jahren, als ich gestartet bin, habe ich klar gesagt, nie fahren. Aber jetzt hier hat es eigentlich ganz klar Priorität gehabt, dass ich jetzt hier eingestiegen bin. Es ist einfach unglaublich und total herzlich. Ich bin jetzt hier in diesem Hotel und sie haben eigentlich kein Restaurant, aber mir wurde jetzt ganz persönlich hier dieses Essen gemacht. Spaghetti, Kartoffel, Salat. Dieser Herr hat mich jetzt gerade bedient und er ist ein Mitarbeiter von hier. Er hat mir noch diesen Zettel gegeben. Den werde ich noch einscannen und noch vorlesen. Und ich bin von diesem Hotel einfach hell begeistert. Ganz tausend Dank in Rahmani. Okay, nochmals ganz herzlich 5 Sterne für dieses Hotel. Danke, tausend. Ich verlasse jetzt dieses Hotel, Hotel Sun, hier in Takistan und ich muss ganz klar sagen, ich bin hell begeistert von diesem Hotel, von diesem Personal. Ich kam hier an, wollte meine YouTube-Videos hochladen, das Internet ist hier nicht so toll. Dieser Herr hat sein eigenes Internet, sein Router von zu Hause mir ins Hotelzimmer gebracht, dass ich besser arbeiten kann. Sie gingen nach Hause, haben für mich zu Hause gekocht und muss sagen, bin hell begeistert. Ich verlasse dieses Motel jetzt sehr ungern und werde jetzt dann in diese Richtung laufen. Your name is? Mohammed. Mohammed. And yours? Ibrahim Rahmani. 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 Thank you. And I wish you all the best and thank you. Pleasures. Bye bye.
unterwegs. Dieser Herr hat mir diese Früchte gebracht. Den habe ich zuvor schon gesehen, hat gekehrt, gewendet, kam zurück und brachte mir diese Früchte. Unglaublich. Unbelievable. Crazy. Okay. Thank you. Thank you. Merci. Yes. Oh my God. 150 Kilometer Teheran heißt etwa 4 Tage. Alpiri, ich habe jetzt 40 Kilometer. Hinter mir sieht es nass aus. Ich mache jetzt noch 20 Kilometer. Aber schaut mal. Er hat für mich angehalten. Und er spendiert mir heute mein Nachtessen. Unglaublich. Einfach genial. Thank you so much. You're welcome. Also ich muss sagen, das ist jetzt Action und Abenteuer. Auf die positive Art und Weise. Hier hinten hat es ein Gewitter. Ich hatte vorhin einen Energy Drink. Ich kann sogar wieder joggen. Vor mir regnet es zwar auch. Und ich weiß, ich werde jetzt dann bald nass. Aber was ich eben auch weiß, in 8 Kilometer und in 15 Kilometer kommt ein Dorf. Und da kann ich Pause machen, mich trocknen und einfach mal hinsetzen. Hingegen, so wie das hier, in den Bergen, wo du nicht weißt, wo Felsen runterfliegen, wo welches Wasser sich ansammelt, das ist dann nicht so tolles Abenteuer. Aber das hier, das ist, ja, so ist es genial, so ist es cool. So, Kontrolle. Das sieht gut aus, aber... Da hinten, da muss ich hin. Ich muss hier wohl abwarten. Ja, und wenn ich dann länger als eine Stunde warte, werde ich da übernachten. Da laufe ich noch nicht los. Da bin ich hier im Bus. Viertel nach 4. Ich habe 43 Kilometer. Das Schlimmste ist durch. Hinter mir ist es blau. Dieses Gewitter zieht weiter. Wenn es jetzt eine Stunde später gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich in dieser Hütte übernachtet. Wäre dort geblieben. Aber ich möchte noch mindestens 10, wenn nicht sogar 15 Kilometer machen. Weil ich weiß, Moment, ich weiß, dass in den nächsten 2 Dörfern jeweils einen Park ist. Und in diesem Park haben sie so coole Hütchen, wo man runtersitzen kann. Und da bin ich etwas geschützt, falls diese Nacht nochmal so kommt wie jetzt vorhin. Und wenn es solches Wetter ist wie jetzt, wieso stehen bleiben? Damit weiter. Ja, Turkmenistan, bis hier sind es jetzt 60 Kilometer gewesen, ganz genau. Ich habe jetzt hier irgendwo ein schönes Plätzchen gesucht und habe jetzt hier diesen Park gefunden. Und ich werde später dann hier mein Zelt aufstellen. Was jeweils bei solchen Parks etwas mühsam ist, man kommt hin und es stehen einfach immer 10 Leute um einen herum. Der andere, der dort steht, der steht seit Ewigkeiten um mich herum. Und das macht mich jetzt auch nicht gerade an, alles auszupacken und das Zelt aufzustellen. Ja, jetzt werde ich einfach mal hier die Zeit vertreiben. Ja, da läuft er wieder dahinter mir. Und mein kleines Ding ist hier. Dann werde ich sage mal, spätestens 21 Uhr das Zelt hier aufgestellt haben. Und mal schauen, was es morgen gibt. Für morgen wäre cool, wenn ich auch nochmal 60 Kilometer machen könnte. Dann wäre ich schon recht nahe bei Teheran. So, ich versuche jetzt da hier irgendwie die Zeit totzuschlagen.
Minuten für den Kinderschutz und heute gehen wir auf das Thema ein, Sexualerziehung als Prävention. Ganz am Anfang müssen wir ganz klar festhalten, der Mensch ist ein sexuelles Wesen, entsprechend auch das Kind. Wenn das Kind auf die Welt kommt, hat es als Baby die orale Phase bezeichnet. Das Kind tastet seine Umwelt über den Mund ab. Später folgt dann die Phase, wo das Kind sich selbst spürt, sich selbst abtastet und merkt, ich habe ja einen Körper. Wie reagiert mein Körper, wenn ich meinen Körper da und dort berühre? Ebenso sind Berührungen von außen oder auch ein Windstoß und so weiter, sind das alles Entwicklungsprozesse, die stattfinden. Des Weiteren kommt dann die sogenannte narzisstische Phase. Das Kind wird in dieser Phase seinen Körper erforschen. Das Kind möchte wissen, was passiert mit meinem Körper. Und entsprechend kann es auch vorkommen, dass ein Kind sich spürt, indem es auf dem Boden liegt und wippende Bewegungen macht. Und dies müssen wir dem Kind gewähren. Aber auch da müssen wir dem Kind einen sicheren Rahmen geben, dass das Kind weiß, mich zu spüren. Das darf ich aber im geschützten Rahmen, in meinem Kinderzimmer zum Beispiel. Des Weiteren in der Prävention, in der Sexualerziehung gehört es dazu, dass man über Sexualität sprechen kann. Ein Kind, welches von klein aus schon weiß, welche Körperteile wie korrekt heißen, also nicht die Vagina gleich Schnecke oder der Penis gleich Wurst, stimmt nicht, nennt die Körperteile genau so, wie sie heißen. Denn ein Kind, welches über Sexualität und den Körper sprechen kann, dieses Kind kann dann auch darüber sprechen, falls es mal zu einem Übergriff kommt. Hingegen ein Kind, welches in einem Wohnfeld aufwächst, wo zu Hause Sexualität ein Tabu ist, das ja nicht angesprochen werden darf, dieses Kind wird auch nie darüber erzählen, wenn es zu einem sexuellen Missbrauch gekommen wäre. Und somit benötigen wir die respektvolle Anerkennung des Kindes als sexuelles Wesen, nicht zu verwechseln mit der Erwachsenensexualität. Und jetzt zurück in den Film. Aktuell schaue ich nur noch in den Rückspiegel. Ich kann jeweils rechts ausweichen. Auf dem Asphalt ist es einfacher zu laufen, braucht weniger Kraft. Aber entsprechend muss ich immer in den Rückspiegel schauen, so wie jetzt. Jetzt sehe ich, dass zwei miteinander kommen. Rennen wir mal kurz. Und so bin ich nur noch mit dem Rückspiegel beschäftigt. Jetzt geht es wieder, kann ich wieder hoch. Jawohl. Rückspiegel sei Dank. Wenn jetzt der Boden wieder so ändert wie hier, da kann ich nicht richtig laufen. Seht ihr? Das funktioniert hier nicht. Somit muss ich auf den Asphalt. Und meinen Rückspiegel im Griff halten. So, Rest Area. Vorher ist es, als gab es etwas zu trinken. Jetzt habe ich 15 Kilometer, es ist 9 Uhr.
15 gleich ein Viertel. 45 sind somit noch vor mir. Ja, gut. Ah, okay. Ja, dann auch. Ja. Klasse, ja. Anfang. Ja. Ein Transporter. Ja, jetzt kommen wir. Sicher mal. Zwei. Dann kommt unterwegs. Ja. Und ein Pepsi. Aber was trinkt weiter? Trinken wir. Chance, Chance. Dann wieder. Ja. Zwei. Ja. Okay, lassen wir es. Sehr gut. So, Salam. Noch Plastik, noch. Ist gut, noch. Danke. So, Switzerland. Swiss, ja, yeah, genau. Also 100, 200, 300, 400, 400 around. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And here, look, okay. 9 10 2. Die da, jawohl. 15 2. Das ist doch super. Ist gut? Sehr, sehr gelungen. Merci. Genau. All the best. Thank you. Nice to meet you too. Das waren jetzt 10 mal 50.000 gleich 500.000. 500.000 bzw. 1 Million ist ca. 3,50. Das bedeutet, für das hier, was ich da gekauft habe, habe ich ca. 1,80, 2 Euro ausgegeben. Das da. Die nächsten Ortschaften, 5 Kilometer, 10 Kilometer und zu Unterschied 30 Kilometer. Leiden gehört auch dazu. Autsch. Das jetzt aufzuschneiden hat gut getan. Ich leide gerade bei jedem Schritt, aber das geht 5 Minuten, dann spüre ich es nicht mehr. Dann machen wir noch die 25 Kilometer. Dann haben wir 60. So mühsam. Jetzt habe ich wieder eingekauft. Sicher Wasser für später. Und jetzt noch sowas. Und ich brauche irgendwie eine Pause, aber es stehen wieder x Leute um mich herum. Ist echt mühsam. Ja, das ist ein bisschen.
So, jetzt versuche ich mal in Ruhe etwas zu essen und zu trinken, Pause zu machen, hinzusetzen und einfach mal nicht gestört zu werden. Aber ich sehe da, das funktioniert wieder nicht. Trockenfutter und Wasser. Dann habe ich noch 30 Kilometer vor mir und schon werde ich wieder gestört. Es kann einfach nicht sein. Echt mühsam dahin. Okay, ich versuche jetzt Pause zu machen. Also, ich versuche mal auf der Maps zu schauen, wie weit es noch geht. Ich habe noch 30 Kilometer. Und ich glaube, ich werde jetzt aufbrechen, ein nächstes Bänklein suchen, weil es ist echt mühsam. Da steht ca. 30 Kilometer. Aber jetzt stehe ich auch und verschwinde. Es ist echt mühsam. Scheiße, sowas. Es regt echt auf. Vor allem, wenn du 60 Kilometer vor mir hast. Baba! So. Nächster Versuch, Pause zu machen, ohne gestört zu werden. Das ist echt mühsam, echt. Die sind ja echt mega lieb. Aber wenn ich 60 Kilometer hinter mir habe und 60 Kilometer jetzt heute vor mir habe und einfach mal hinsetzen möchte und einfach mal die Ruhe haben, ständig mühsam, echt, ja. Meine Füße sind kaputt. Ich selbst bin auch am Limit. Habe noch 30, damit ich heute der 60er habe. Und endlich mal habe ich was gefunden. Ich hoffe, es bleibt jetzt die nächsten 10 Minuten so, dass niemand kommt. Danke. Ja, hier ein Sorry für meinen Ausraster von vorhin. Aber ich bin kurz vor Teheran, möchte möglichst viele Kilometer und Strecke hinter mich bringen, damit ich nach Teheran genügend Zeit habe wegen Visum, um nach Isfahan zu kommen und entsprechend aber auch in Teheran 4, wenn nicht sogar 5 Nächte bleiben kann, um die Stadt anzuschauen. Entsprechend hatte ich gestern 60 Kilometer gemacht, möchte heute auch nochmal 60 Kilometer machen. Da habe ich dann noch einmal 40 und einmal 30 und dann bin ich in der Stadt. Und wenn du so unterwegs bist, ich meine, ich habe Blasen an den Füßen, also eine. Meine Beine sind, ja, seit jetzt 90 Kilometer unterwegs am Laufen, also gestern und heute. Ich laufe am Limit. Und dann musst du eine Pause mal machen, damit du hinsetzen kannst, dich ausruhen. Und auch mal auf das Google Maps zu schauen, wie weit das du bist, dich zu motivieren, dass du noch weiterläufst. Es sind jetzt nur noch 30 Kilometer, die schaffe ich in 5-6 Stunden. Und genau in solchen Momenten, wenn du mal hinsetzen möchtest und eine Pause haben möchtest, und dann ständig diese Leute kommen, das ist echt, echt mühsam. Und ja, da muss ich ganz klar sagen, sind alles liebe Leute, aber ständig, yes, ganz sicher auch, ganz sicher, hundertprozentig, siehst du? Hey, hallo, hey, hey. Hallo, hallo. Your Harley? Huh? Harley? Motor, Motor. Yeah, I know Motor. Genau. Swiss. Swiss, yeah, Swiss, genau. I'm Bobo France. France? Oh, great. Nice to meet you. Tu parles français? Thank you. Welcome, merci. Genau, eben. So hast du nie Ruhe. Ständig wirst du angesprochen. Und ja, ich schalte jetzt mal hier ab. So, ich schalte mal ab, weil mir wird es ein bisschen mühsam, muss ich loswerden, weil das braucht auch Kraft. See you later. Seht ihr diese Kilometer? Über 62 Kilometer. Gestern hatte ich schon 60 gemacht. Heute 63, ja, ich habe mir das so vorgenommen. Jetzt haben wir gerade noch Wind und ich habe
diese Tankstelle als Ziel angepeilt. Gleich 60, eben 63 oder was sind sie jetzt? Und jetzt hatten wir noch Gegenwind, das hat mich auch ziemlich kaputt gemacht. Und habe jetzt hier nachgefragt, ich darf jetzt hier drauf mein Zelt aufbauen. Ja, wir brechen einen neuen Tag an. Ich habe jetzt hier meinen Schlafplatz hinter mir. Werde jetzt in Richtung Teheran laufen. Laut Google Maps sieht es so aus, dass jetzt ca. 8 Kilometer nichts kommt und dann folgt die sogenannte Vorstadt, beziehungsweise immer wieder ein Dorf und so weiter. Und ich werde somit heute ganz gemütlich nehmen, weil es sind heute nur 43 Kilometer, also nicht mehr 2x60. Das heißt, ich hatte jetzt 120, 123 Kilometer in 2 Tagen gemacht. Mache ich nicht mehr. 43 habe ich auf dem Plan. Somit kann ich es ganz easy nehmen und ganz gemütlich. Und auch weil immer wieder was kommt, kann das Wetter spielen, wie es möchte. Ich kann überall immer runterstehen. Gestern war es auch so ganz komisch. Ich wusste nicht, kommt Regen, kommt nicht Regen und so weiter. Stürmt es die Nacht oder nicht und so weiter. Und heute kann ich es richtig, richtig gemütlich nehmen. Ich sage nur eins. Plastik. Es ist so geil. Es ist so geil, Leute. 180 Kilometer in 3 Tagen. 180. Ich hatte am ersten Tag 62 Kilometer. Hatte gestern genau 60 Kilometer. Jetzt habe ich 57. Bin noch nicht am Ziel. Gibt auch ein 60er. Ich wollte eigentlich diese Strecke in 5 Tagen machen, habe sie in 3 Tagen geschafft. Und schaut, das ist Teheran! Wow! So geil. Und da darf ich ganz klar sagen, ich darf stolz sein auf diese Leistung. Meine Füße sind voll Blattern, meine Muskulatur ist überstrapaziert. Ich habe den heutigen Platz eigentlich nach 43 Kilometer gewählt. Dort war aber nichts, konnte man nicht übernachten. Dann sagte ich mir, jetzt lauf einfach mal weiter. Ich kam in das Stadtgebiet hinein. Dort hat es nirgends was gehabt. Da habe ich die Polizei gefragt, die ich getroffen habe. Die hat mir gesagt, 8 Kilometer weiter ist ein Hotel. 8 Kilometer. Ja, machen wir noch. Und jetzt dieses Bild
Ja Leute, ich habe euch wieder eine Geschichte zu erzählen. Eine Geschichte, die kann nicht von einer Geschichte kommen, sondern nur vom wahren Leben. Ich habe jetzt heute meine 60 Kilometer wieder gemacht, obwohl ich eigentlich nur 43 wollte. Total in 3 Tagen 180 Kilometer. Ich war jetzt hier in Teheran angekommen und dachte mir, ich muss einfach irgendwo schlafen gehen. An diesem Punkt, wo der Kilometer 43 war, hieß es, dass dort ein Camping vorhanden ist. Der Camping war nicht vorhanden. Da sagte ich mir, ach egal, weiterlaufen. Ich lief und lief und lief. Dann kam ich an eine Kreuzung, wo ich wusste, dort hat es eine Feuerwache. Vielleicht kann ich dort schlafen. Okay. Dort stand per Zufall noch die Polizei. Ich fragte, hey, darf ich da übernachten oder vielleicht dort? Oder hat es irgendwo einen Park mit dem Zelt? Die Polizei sagte, nicht so optimal. Aber wir fragen bei der Feuerwache nach. Die Feuerwache wollte auch nicht. Okay. Dann hat er mir gesagt, der Polizist, hey, in 8 Kilometer kommt ein Hotel. Ah, okay, ja, Hotel ist auch gut. Nach diesen 180 Kilometern garantiert ja. Hotel Olympic. Okay. Das tönt nach nicht ganz günstig. Ich lief diese 8 Kilometer. Kam hier bei diesem Hotel Olympic an. Und jetzt, was war passiert? Ich ging da rein an die Rezeption und ich dachte, ups, ein 4-Sterne-Hotel, alles schickimicki, super sauber, wunderschön, seht ihr nur da schon. Ich ging rein mit einem mulmigen Gefühl, fragte nach, habt ihr ein Zimmer, wie viel kostet es? Die Antwort war, tut mir leid, wir sind ausgebucht. Jedes Zimmer ist weg, weil wir haben hier ein Volleyballturnier. Innerlich sagt es mir sofort, Glück gehabt, weil das würde recht kosten. Da fragte ich, hey, ihr habt einen wunderschönen Park draußen. Wäre es möglich, dass ich in eurem Park im Zelt übernachten dürfe? Die Herren haben miteinander diskutiert. Dann sagte der eine, komm mit. Wir haben meinen Wagen in einen Raum getan, dass er sicher ist. Er sagte mir, nimm deine Kleider mit, ich bringe dich jetzt ins Schwimmbad. Jetzt konnte ich eine halbe Stunde im Schwimmbad verbringen, mich duschen, ich bin sauber. Derjenige hat gesagt, nach dem Schwimmbad kommst du zurück und du bist unser Gast. Du bekommst von uns noch ein Nachtessen, du bist unser Gast. Danach, nach dem Essen, habe ich einen Raum, wo ich übernachten kann, weil es vielleicht wieder regnen kommt, hat es gesagt, hier in diesem Raum darfst du übernachten, du bist unser Gast, bist herzlich willkommen. Unglaublich. Solche Geschichten können nur das wahre Leben schreiben.